Das sind schon außergewöhnliche Menschen hier in Hartheim. Irgendwie anders. Da frage ich mich öfters selber. Was heißt denn das? Anders. Ist es das Gegenteil von normal? Und was ist denn dann wirklich normal? Bin ich schon ganz schön lange in dieser Einrichtung. Wie lange eigentlich? Alle glauben, sie sind normal. Aber woher wissen die das? Gerade die sogenannten normalen Menschen verhalten sich manchmal sehr seltsam. Jeden Tag treffen wir morgens bei unserer Runde mit dem Hartheim-Bus auf diese tolle Frau. Jeden Tag kommt sie angerast. Anscheinend sind sie immer spät dran. Das Mädchen, ihre Tochter wahrscheinlich, läuft jeden Tag am Weg zur Schule bei unserem Bus vorbei. Manche meinen, es sei wohl normal, gestresst zu sein. Man hört es so oft, dass es einem jedenfalls normal vorkommt. Wie geht's? Danke, es geht, weißt du, stressig halt. Ich frage mich, was sieht jemand, wenn er in den Spiegel schaut? Und was sehen Leute, wenn sie jemand anderen anschauen? Teile von sich selbst? Gregor, nimm bitte die Gabel. Ist das andere, das einen stört, vielleicht das, was man an sich selbst am meisten ablehnt? Also, normale Menschen wissen häufig nicht, wie sie mit behinderten Menschen umgehen sollen. Da gibt es wohl immer wieder Berührungsängste. Zu groß ist nicht normal, zu klein ist nicht normal, mittelgroß, das ist normal. Normal ist, wenn man sich normal verhält. Abnormal ist nicht normal. Ich bin dann immer wieder froh, wenn wir von unserer täglichen Fahrt hierher zurückkommen. Nach Hartheim. Die, was wir letztes schon mal besprochen haben. Genau. Dritten Namen, Herrn Huber. Und notieren noch hier gleich die Kontaktdaten. Ah! Geh, bist du blöd? Kannst du nicht aufpassen? Na, was zieh ich jetzt an, ha? Geh, bitte. Jetzt nicht früher kommen können. Mittelgrau, nicht grau oder lila. Es ist schon seltsam, worüber sich die Menschen aufregen. Robert und sein E-Bike. Er hat mir erzählt, dass er bald eine Wohnung bekommt. Dort möchte er sein neues Wohnzimmer gelb und orange ausmalen. Und das Schlafzimmer lila. Ist zwar nicht gerade meine Lieblingsfarbe, aber wenn er meint, er hat halt einen ganz speziellen Geschmack, was Farben angeht. Dabei sind, wie schon meine Oma immer gesagt hat, die meisten Probleme nur das Ergebnis eines falschen Blickwinkels. Hast du nichts mehr Pralleres zum Anziehen? Ich geh nicht in Kirchen. Naja, was du. Sie hat immer gesagt, das Leben ist einfach bunt. Schau mal. Es ist schon erstaunlich, was alles möglich ist. Wohin sich die Grenzen des Horizonts immer wieder neu verschieben können. Zu jeder Zeit. An jedem Ort. Was früher abgesondert wurde, ist heute ein wertvoller Teil der Gesellschaft.
Am Ende eines jeden Tages frage ich mich dann oft, was ist normal? Ist es für jeden vielleicht das, was man selbst jeden Tag sieht, einfach woran man gewöhnt ist? Sodass man die kuriosesten Dinge plötzlich als normal empfindet. Also im Grunde alles nur eine Frage des Blickwinkels. Robert, gehen wir? Nein, ich mag alleine. Es ist ja Roberts großer Tag. Bitte. Wahnsinn. Sein Mut und seine Willensstärke. Er zieht allein in eine Wohnung. Für ihn ein wichtiger und großer Schritt. Für die, die ihn kennen, war es eine Überraschung. Schau mal. Ja. Das sind schon außergewöhnliche Menschen hier in Hartheim. Aber ist nicht jeder ein besonderer Mensch mit all seinen Fähigkeiten? So, Daniel. Das muss man merken, dann wieder geben.